Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen in unserem fortgeschrittenen Training. Wir fangen schon wieder mit einer leichten Aufwärmung an. Die Damen, die mit dem autonomen Gerät von Olga Nikitina trainieren wollen, erstmal wärmen sich ohne das Gerät auf und ich sage extra an, wann ihr es einführt. Alle anderen, die Männer und die Frauen, die erstmal ohne Gerät trainieren, trainieren einfach durch. Also der erste Schritt, unsere traditionelle Aufwärmung des Kreuzbeins. Wir reiben unser Kreuzbein, unser Iliosakralgelenk ganz intensiv und liebevoll. Die Schultern sind locker, wir heben sie nicht. Wir erzeugen die Wärme. Es ist wichtig, dass wir Kleidung haben. Über die Kleidung funktioniert die Übertragung von den wichtigen Impulsen am besten. Die leichte Vibration geht dadurch tiefer in den Körper. Und seitlich zu den Darmbeinstacheln und wieder zurück Iliosakralgelenk und zu den Seiten und wieder zurück wie ein Zickzack. Gesicht lächelt. Die Schultern sind stabil an ihrem Platz, sie kommen nicht höher. Wir spüren unsere Füße, wir spüren den Boden unter unseren Füßen. Und es geht uns gut. Die Wärme kommt. Ja, wir reiben ein bisschen mehr die Stellen, die sich kalt anfühlen. Und dann massieren wir unsere Pobacken, wir legen unsere Finger auf unsere Brötchen und gleichzeitig massieren wir sie und spannen sie an. Unsere Oberschenkel spannen sich automatisch mit an und unser Beckenboden wärmt sich dadurch auch etwas auf. Dann nehmen wir unsere Pobacken mit den Händen leicht auseinander und versuchen sie beim Ausatmen wieder zusammenzukneifen. Unser Beckenboden hilft uns dabei. Ja, leicht auseinander für die Abentur öffnen und dann aber mit der Kraft der Muskulatur schließen. Schließen. Mit Widerstand der eigenen Hände. Schließen. Schließen. Anspannen. Einatmen, locker ausatmen, anspannen mit dem Beckenboden zusammen. Und noch ein bisschen. Perfekt. Und jetzt stellen wir ein Bein auf den Stuhl auf und das andere Bein steht da hinten. Wir brauchen einen 90 Grad Winkel zwischen dem Unterschenkel und dem Oberschenkel. Unser unteres Bein, ja bei mir steht das linke Bein auf dem Boden, der linke Fuß ist auf dem Boden, der rechte ist auf dem Stuhl. Ich kippe leicht mein Becken nach hinten, ja, so dass mein Schambein leicht zum Gesicht zeigt. Wer bei dem Kurs Kama Sutra war, weiß, da gibt es ganz viele Übungen, wo viel Wert drauf gelegt ist. Damit unser Bein, unterer Bein, jetzt linkes Bein, unser Becken und unser Rücken auf der gleichen Linie sind. Und dann schieben wir uns nach vorne und zurück. Vor und wir spüren unseren Oberschenkel dadurch und zurück. Vor, wir dehnen den Oberschenkel und zurück. Wer das nicht spürt, geht ein bisschen zurück mit dem Fuß. Vor, jetzt wird es intensiver. Zurück, leichte Dehnung des Oberschenkels. Vor und zurück. Becken kippen, ja, nicht vergessen. Vor
sofort, wenn wir an das Beckenkippen denken, ist es wesentlich intensiver in der Dehnung. Zurück. Vor. Zurück. Seitenwechsel. Rechtes Bein hinten, linkes vorne. Wir haben hier 90 Grad Winkel, das heißt, mein rechtes Bein steht ein bisschen schräg nach hinten. Ja, nicht perfekt vertikal, sondern leicht schräg nach hinten. Und wieder Becken anwinkeln. Zurück, schau mal, leicht zum Gesicht. Vor, zurück. Vor, zurück. Vor, zurück. Vor, kippen, zurück. Vor, zurück. Vor, zurück. Die Aufmerksamkeit ist jetzt im rechten Oberschenkel. Vor, zurück. Die Mitanspannung des Beckenbodens beliebig experimentiert. Zurück. Wenn ich meinen Beckenboden mitanspanne, spüre ich die Dehnung etwas intensiver. Es ist aber noch nicht obligatorisch. Wir wärmen uns erst auf. Und jetzt, die Damen, die mit dem autonomen Gerät trainieren, machen das Video auf die Pause, führen das autonome Gerät ein und alle anderen machen mit mir einfach weiter. Wir brauchen unseren Stuhl, wir setzen uns drauf. Moment. Perfekt. Wir sitzen auf dem Stuhl. Die Beine sind nebeneinander. Ja. So ungefähr. Und dann spannen wir zuerst eine Pobacke an, dann maximal die andere und beide locker. Rechts hoch, links hoch, locker. Rechts, links, beide entspannen. Rechts, links, entspannen. Rechts, links, entspannen. Rechts, links, beide entspannen. Und jetzt ganz intensiv, wirklich gib alles jetzt. Rechts so hoch hochziehen bis zum Bauchnabel. Links auch maximal hoch, alles geben. Und locker. Maximale Kraft rechts, ziehen, ziehen, ziehen. Maximale Kraft links mit anspannen, hochziehen, ziehen, ziehen, ziehen. Und beide locker. Noch dreimal. Rechts, maximal anspannen, ziehen, 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 ziehen. Links, dazu. Ziehen, 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 ziehen. Und locker. Rechts anspannen. Ziehen, 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 hoch, hoch, hoch. Links maximal hoch, 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 hoch. Ich rede jetzt über die Pobacken, nicht über meine Fäuste. Halten, 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 halten. Und locker lassen. Brennt schon, oder? Rechts anspannen, halten, 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 hoch, hoch, hoch. Links mit Anspannen maximal hoch, viel Kraft. Und langsam und vorsichtig locker lassen. Jetzt andersrum. Zuerst relativ leicht links, rechts und dann
volle Pulle. Links hoch, rechts hoch, locker. Links hoch, rechts hoch, locker. Der Rücken ist gerade, das Gesicht lächelt. Links hoch, rechts hoch, locker. Links hoch, rechts hoch, entspannen. Links hoch, rechts hoch, locker. Links hoch, rechts hoch, locker. Links hoch, rechts hoch, entspannen. Links hoch, rechts hoch, entspannen. Rechts hoch, locker. Links hoch, rechts hoch, entspannen. Und jetzt maximal links, rechts, Vollgas und locker. Die linke Pobacke so entspannen bis zu den Schultern. Die rechte auch. Beckenboden ist maximal angespannt bis zum Bauchnabel. Und beide entspannen. Beckenboden und linke Pobacke anspannen. Rechts dazu. Maximal. Und beide locker. Links entspannen, hochziehen. Rechts entspannen, maximal hochziehen. Und wieder entspannen. Links. Rechts dazu. Beide locker. Links. Rechts. Locker. Links. Rechts, locker. Und wir wackeln ein bisschen auf unserem Popo. Entspannen alles, beugen uns leicht nach vorne, dehnen die Rückseiten der Pobacken. Ich positioniere kurz die Kamera um, damit ihr mich besser sehen könnt. Und die nächste Übung. Ein Bein geht auf das andere. Jetzt ist bei mir links oben. Ich spanne erstmal beide Pobacken an, ja, rechts und links. Dann die Pobacke von meinem oberen linken Bein, die linke Pobacke, entspanne ich. Die rechte bleibt und zieht sich sogar mehr nach oben. Jetzt kommt die linke zurück und dann lasse ich beide locker. Beide anspannen, links locker, anspannen. Beide locker. Beide kontrahieren. Links locker, rechts halten. Ja? Links dazu nehmen. Beide entspannen. Beide anspannen. Links locker. Wieder anspannen. Beide locker. Beckenboden selbstverständlich spannt sich mit den Pobacken zusammen an. Beide anspannen, Beckenboden einziehen, linke Pobacke locker. Ihr seht bei mir, mein Knie zeigt dann auch dadurch nach unten. Dann spanne ich sie wieder an, mein Knie geht wieder hoch. Und beide entspannen. Beide anspannen, zusammen mit dem Beckenboden. Links locker, rechts bleibt. Links wieder anspannen, beide locker. Beide anspannen. Mit dem Beckenboden zusammen, links locker, wieder zurück, beide locker, beide anspannen, links locker, wieder zurück, beide locker, Päuschen, Knie auseinander zueinander, andere Seite, die gleiche Geschichte spiegelverkehrt, ich spanne beide Pobacken an, rechts locker, links halten, rechts wieder anspannen, beide locker, beide anspannen, rechts locker, links halten, rechts wieder anspannen, beide zusammen mit dem Beckenboden locker, beide zusammen mit dem Beckenboden anspannen, rechts locker, rechts wieder anspannen, beide entspannen. Beine zusammen kontrahieren. Rechts locker. Links halten, ja? Aufmerksamkeit, dass die linke Pobacke maximal sich
festhält. Rechts dazu. Beide entspannen. Beide anspannen. Rechts locker. Rechts dazu. Komplett locker. Beckenboden und beide Pobacken anspannen. Rechts locker. Rechts dazu. Beide entspannen. Beide anspannen. Rechts locker. Rechts dazu. Beide entspannen. Beide anspannen. Rechts locker. Rechts dazu. Beide locker. Bäuschen. Entspannung. Wir bewegen uns spiraldynamisch. Und dann überkreuzen wir unsere Beine. Wie soll ich das am liebsten zeigen? Ja? Wir überkreuzen sie und stellen sie beide auf dem Boden vor uns ab. Meine linke Ferse ist jetzt auf dem Boden und mein rechtes Bein liegt drüber. Ich hoffe, ihr seht das in dem Spiegel. Und dann geht es los. Rechts anspannen, das obere Bein, links dazu, rechts locker. Links locker, rechts anspannen, links dazu, rechts locker, rechts zusammen mit dem Beckenboden anspannen, links dazu, rechts locker, links zusammen mit dem Beckenboden locker, rechts anspannen, zusammen mit dem Beckenboden, links dazu, rechts locker, links zusammen mit dem Beckenboden locker, rechts anspannen, links dazu, rechts locker, links 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 locker. Jetzt andersrum. Die Beine bleiben gleich. Meine linke Ferse berührt nach wie vor den Boden. Aber wir fangen an mit der Pobacke des unteren Beines links anspannen, dann rechts dazu, links locker, rechts runter. Links, rechts, links locker, rechts locker. Links mit dem Beckenboden zusammen anspannen, rechts dazu, links locker, rechts locker. Links anspannen. Rechts dazu, links locker, rechts locker. Links anspannen, 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 rechts dazu, links locker, rechts locker. Links, rechts dazu, links locker, rechts locker. Links kontrahieren, rechts mit anspannen, links locker, rechts locker. Wunderbar. Wir wechseln die Füße. Jetzt ist mein rechtes Bein unten, beide Beine sind schön gestreckt. Meine rechte Ferse steht auf dem Boden. Wir fangen rechts an. Rechte Pobacke anspannen. Links dazu. Rechts locker. Links locker. Rechts anspannen. Links mit anspannen. Rechts locker. Links mit dem Beckenboden zusammen. Locker lassen. Rechts mit dem Beckenboden zusammen. Links. Rechts anspannen. Links entspannen. Rechts mit dem Beckenboden kontrahieren. Links dazu. Rechts entspannen, links entspannen. Rechts, links dazu. Rechts locker, links locker. Rechts anspannen, links dazu. Rechts locker, links locker. Rechts kontrahieren, links dazu. Rechts entspannen, links entspannen. Jetzt andersrum, das obere Bein. Links, rechts dazu. Links locker, rechts und Beckenboden entspannen. Links mit dem Beckenboden anspannen, rechts dazu. Links entspannen, rechts mit dem Beckenboden locker lassen. Rechts, links locker, rechts locker.
Spannen, rechts anspannen, links locker, rechts locker. Links anspannen, links locker, rechts locker. Spannen, rechts anspannen, links locker, rechts locker. Links anspannen, rechts anspannen, rechts locker. Links anspannen, rechts anspannen, links locker, rechts locker. Klopfen, klopfen, klopfen mit den Fersen auf dem Boden. Wer möchte, springt ein bisschen. Und wir gehen auf den Boden. Ja. Wir stehen in der Vierfüßlerposition. Die Knie sind direkt unter dem Becken. Hände erstmal unter den Schultern. Dann komme ich mit meiner linken Hand kurz nach vorne. Spanne meine linke, ja die gleiche Seite, Pobacke an. Und schiebe nach rechts. So ein bisschen wie ein Halbmond. Zusammen mit dem Beckenboden zusammen. Zusammen, ja? Zurück, locker lassen. Hand nach vorne, linke Pobacke anspannen, mit dem Beckenboden zusammen. Und mit der Vaginalmuskulatur bei der Damen, die mit dem Gerät trainiert. Zurück. Anspannen, einatmen, locker. Anspannen, locker. Anspannen. Kontrahieren, loslassen. Kontrahieren, loslassen. Die Korsettmuskulatur arbeitet mit. Und die Seite wechseln. Jetzt rechte Hand und die rechte Pobacke anspannen. Locker. Zusammen mit der Intimmuskulatur natürlich. Anspannen, lösen. Anspannen, lösen. Anspannen, lösen, rechts, locker. Maximal den Intimmuskeln mit anspannen, gib alles. Kontrahieren, lösen. Anspannen, locker. Wunderbar, die nächste Position sieht so aus. Mein vorderes Bein, mein rechtes Bein ist gebeugt. Mein rechtes Fuß steht unter dem linken Oberschenkel. Das linke Bein ist maximal gestreckt. Und ich spanne gleichzeitig meine Intimmuskulatur und meine linke Pobacke, Pobacke von dem gestreckten Bein, an. Ausatmen, anspannen, einatmen, locker. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Wunderbar. Gerne abklopfen. Seitenwechsel. Die gleiche Geschichte, andere Seite. Ja, wieder die Position, die ganz ähnlich dem Tauben aussieht aus Yoga, aber doch nicht ganz das gleiche. Ja? Unser Bein ist die Verlängerung des Fußes. Und
Po-Back- und Beckenboden und bei den Damen, die mit dem Gerät trainieren, auch die Vaginalmuskulatur locker anspannen, lösen, anspannen, locker, kontrahieren, locker, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Perfekt! Und die letzte anstrengende Übung für heute. Die Leute mit den Knieproblemen nehmen was unter das Kniegelenk und wir strecken ein Bein wie Bügeleisen nach hinten. Becken bleibt so parallel zum Boden, wie wir es schaffen. Ja, wir versuchen zumindest, dass unser Becken parallel zum Boden bleibt. Bein ist gestreckt und jetzt spanne ich zuerst meine Liebesmuskeln an. Dann die rechte Pobacke, die Pobacke des gestreckten Beines. Und dann schiebe ich noch mein rechtes Bein nach oben, ohne stark mein Becken von der ursprünglichen Position zu verschieben. Und wieder locker. Beckenboden und eventuell was tieferes. Gesäß. Bein nach oben, entspannen. Liebesmuskel, die rechte Pobacke, Bein nach oben und locker. Ja, die Position des Fußes, seht ihr, ist wie ein Bügeleisen. Beckenboden, Pobacke, hoch, entspannen. Liebesmuskel, Pobacke, hoch. Entspannen. Die Liebesmuskulatur, die rechte Pobacke, Bein hoch. Wir spüren unser Hüftgelenk. Wir spüren auch die gleichzeitige automatische Mitanspannung der linken Pobacke. Das ist in Ordnung. Und locker. Intimmuskulatur, Gesäß, Bein nach oben, entspannen. Die Seite wechseln. Auch strecken, ja, mein Fuß ist wie ein Bügeleisen. Und jetzt die Liebesmuskulatur, die linke Pobacke, Bein nach oben, ohne starr Becken zu kippen. Wir spüren unser Hüftgelenk und locker wieder Bein leicht zurück. Das sind keine Übungen, wo es um die Amplitude geht. Die Amplitude ist minimal. Liebesmuskeln, Pobacke, hoch, alles entspannen. Liebesmuskeln, Pobacke, hoch, alles locker. Gesicht lächelt, Schultern sind weg von den Ohren. Liebesmuskeln, Pobacke, hoch und locker. Liebesmuskeln, Pobacke, hoch und entspannen. Die Liebesmuskeln, die Pobacke, hoch und entspannen. Die Liebesmuskeln, die Pobacke, nach oben und locker. Liebesmuskeln, Gesäß. Ja, die linke Pobacke spannen wir an, die rechte kommt automatisch mit. Bein nach oben, wir spüren unser Hüftgelenk und locker. Damit trainieren wir auch unsere Sehnen, nicht nur die Muskeln. Das macht das Training sehr, sehr effektiv. Liebesmuskeln, Pobacken, Bein hoch und es reicht für heute. Und wir lassen das Training ausklingen mit dem Schmetterling, den ihr alle so gut kennt. Und natürlich wäre dann Lust auf die weiteren Dehnübungen oder auf die Geschwindigkeitsübung hat. Ist es nicht verboten.
Wir wippen mit unseren Knien und entlasten die Muskulatur, die gerade so intensiv gearbeitet hat. Das Gesicht lächelt. Wir spüren die angenehme Wärme im Intimbereich, eventuell die angenehme Erregung ist auch erwünscht. Kiefer ist locker, Beckenboden ist entspannt, maximal locker. Und jetzt freies Programm, wenn es wonach ist. Wer noch ein bisschen Workout machen möchte, entweder die Geschwindigkeitsübung ist zu empfehlen oder einfach nach den Bedürfnissen eures Körpers. Ansonsten eventuell das Gerät rausnehmen und 5 Minütchen Shavasana-Pause. Viel Spaß damit und bis bald!